has just returned from the stratosphere, they're going to sing mighty loud and clear. And when they start to shake, you're going to call it the earthquake. Ladies and gentlemen, for you here tonight, my guys, your guys, and I hope this soon will be everybody's guys, so let's meet and greet the fabulous, the floor shaking, the foot stomping, Styrian chamber jazz combo. Johannes Silberschneider und Stubenjazz im Cool. Mit schräger ursteirischer Sprache interpretierte Johannes Silberschneider Texte von Herms Fritz im vollbesetzten Saal vom Kunst- und Kulturhaus Öblan. Pass auf! Nicht pass auf, Bruder! Nicht da schau her! Nicht der Hummi, was ist denn dort? Da! Da spielt die Musik! Nicht pass auf! Ich sag das nur einmal! So geht's! So! 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 Und so! Passt auf, passt! Nein, pass auf! Immer von Ort weg! Immer schön von Ort weg, wie ich das gesagt hab! Jetzt mach's selber! Pass auf! Ich schau mir's dann an! Der Autor bringt dabei die einfachsten Dinge des Lebens in kurzen, spitzfindigen Gedichten auf den Punkt. Zwar witzig, aber auch durchaus zum Nachdenken sind die Gedankengänge von Herms Fritz. Johannes Silberschneider bezeichnete die Texte als Mischung zwischen Peter Rosecker und Kronenzeitung. Gestern habe ich was zu tun gehabt, nichts Leichtes, kann ich dir sagen. So etwas, was leicht daneben geht. Und wie ich angehebt habe, ist alles gut gegangen. Und wie ich weitergemacht habe, ist weiter alles gut gegangen. Naja, habe ich mir gedacht, das ist heute der Tag, heute bist du benannt, heute bist du in Form, gibt's das? Wieso ist denn da noch kein Hund drin? Wieso scheißt du denn da noch nicht rein? Und wie man das gerade so denkt, sicher gleich heißt, dass eh alles falsch ist. Dass ich mich eh vertan habe. Und dass eh alles verkehrt zusammenmontiert war. Und auf einmal hat alles wieder passt. Mit authentischem Tonfall und überzeugender Mimik sorgte Johannes Silberschneider für unterhaltsame Stimmung. Begleitet wurde der aus Mauthen stammende Schauspieler von der Grazer Combo Stubenjazz. Naja, also wir waren am Anfang schon beeindruckt, wenn wir reinkommen sind, weil es wirklich von der ganzen Kulisse und von der Atmosphäre her so besonders ist. Und weil man die Geschichte spürt von dem Ort hier. Vor dem Kinderwurm. Ja, wen gehört denn das, Tutsi? Ja, wen gehört denn das, Tutsi? Ist das dein Tutsi? Ist das denn der Mario Tutsi? Nein. Das ist der Tante, ihr Tutsi. Die Tante, ihr Tutsi, ist das, ne? Tante will auch Tutsi. Das Tutsi. Kurt Gober und Johannes Silberschneider gibt es schon ewig. Also noch bevor ich mit Motorboat in den Charts auf Platz 1 gekommen bin, war der Johannes Silberschneider, wird niemand mehr wissen, Teil von KGB. Seine Aufgabe war es, auf die Bühne zu gehen und irgendwelche Dinge zu machen, die mir sagen, bei mir war es halt vorher klassische Schlagwerke fertig zu studiert. Über Nacht habe ich beschlossen, Gitarre zu spielen und Liedermacher zu werden. Und ich war damals derart mit den Texten beschäftigt, dass ich eigentlich bis heute nicht genau weiß, was der Hannes Überschneider bei uns auf der Bühne gemacht hat. Aber es war irgendwie immer sehr witzig und sehr lustig, weil immer unglaublich viel passiert ist. Die Omi ist nichts dein Neger, du kranke Kleine. Wenn man ein steirisches Gedicht liest, ist das wild. Und das hat halt wahnsinnig viel zu tun mit der steirischen Seele. Und deswegen gehört auch die Mundart pflegt oder sowas. Und man darf sie da nicht entfernen, weil das ist das Grundprinzip des Denkens, wo man aufgewachsen ist. So fühlt man, so denkt man. Und wenn man emotional wird, geht jeder Mensch in die Mundart, weil das das angestammte, weil das die angestammte Seelensprache ist. Du bist der Zweite. Der zweite Mann in meinem Leben nach meinem Exi. Echt? Brauchst du das eh nicht glauben?
Ja, und der Stuttgart mit dem Porsche. Ah ja, den hätte ich bald vergessen, der dritte bist echt. Ja, der liegt auch noch mit dem Motorboot. Der zählt nichts, der war nur eine Sau. Eine Sau? Nur eine Sau? Der war nur eine Sau? Ich bin da reingekommen, war wie siebten Himmel, weil das ist, eigentlich ist das wie ein Country, Rock, Club, Bunker, Kino, Studiersaal, weiß ich nicht, auch nicht Studiersaal, alles ist das. Und das ist perfekt. Und das ist genau so, das glaube ich passt genau zu dem, was wir machen. Das ist auch handverlesen und handgemacht. Mir hat es total, ich bin total glücklich da. Zwischen Johannes Silberschneider und den Musikern herrschte blindes Verständnis und so fühlte sich alles zu einem harmonischen Ganzen. Wieder war es ein gelungener Abend für Musiker, Veranstalter und Publikum, das am Ende Standing Ovations spendete.